Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir machen weiter auf der Dreadnought. Und ja, der Charakter wird irgendwie besser. Ich habe jetzt natürlich noch wieder ein bisschen weiter gespielt. Und ja, so langsam muss ich mich eigentlich nichts mehr kümmern. Solange wir jetzt noch in der Kampagne spielen, ist das Game sowieso ein bisschen leichter. Aber ja, die Dinge machen es ja, die Maps und die Arena. Dann hoffen wir, wir machen genug Schaden vor allem. Wieso kommen die Gegner jetzt nicht so mega hier nach oben links ziehen? Ich will eigentlich nach rechts. Void Damage. Minion Damage. Okay. Sehr gut. Void. Ich will ja unbedingt einen Void Charakter machen, aber ich weiß noch nicht welchen Spell, also. Ich muss noch ein paar Items haben. Ich kann nicht sagen, dass es zu leise ist. Na, wieso ist es zu leise? Wieso haben sie viel Schaden? Das. Okay, ja. Wieso ist es zu leise? Wieso ist es voll? Irgendwie das Headset verarscht mich. Ich muss unbedingt das andere Headset verwenden. Aber das geht ja nicht wegen dem Mikrofon. Wieso werden die überhaupt geteilt geliefert, dass die einfach abgeschraubt sind? Ich habe es nur reingetan und ja, geht nicht. Egal wie man es reintut, egal was man macht. Mann, voll der Schmarrn, jetzt muss ich das auch noch zurückgeben. Die Grafikkarte kann ich wenigstens reintun. Aber irgendwie habe ich immer Hardware-Probleme. Es ist der größte Quatsch. Schlecht. Ja, sie machen einfach nicht mehr die Mühe, etwas zum Laufen bringen, wenn sie es verkaufen. Irgendwie alles ein bisschen buggy. Oh, groß. Nettet. Also, Skorpion. Du hast einen Buff gekriegt, deshalb ist das jetzt mit dem Poison so stark. Okay, Poison Damage, Venom Change. Ne, nehmen wir nicht. Acid Lob wollten wir nehmen. Also schauen wir mal, was das auf Damage macht und der AOE und so. Schauen wir mal. Also ich sehe nichts. Ja, eben nicht reinlaufen. Decken Schaden. So, Rune of Removal. Ich glaube, ich muss Last Epoch im Mixer noch ein bisschen lauter machen. So. Sollte jetzt eigentlich gehen. Ich hoffe, bei euch ist es auch lauter. Es ist schon genug laut. Aber ich höre kaum etwas. Muss ich dann leider nach dem Video testen. Ich war da jetzt nicht vorbereitet. Dass es plötzlich so leise ist. Wenn ein paar Tage ein Game nicht spielt, wird es plötzlich leiser. Wieso? An was liegt es? Ich mach den Sound nie laut oder leise. Also, kaum. Es ist einfach so, dass es plötzlich immer leiser ist. Es ist irgendwas mit Windows. Windows so ist bei mir mega buggy. Wir haben einfach so mega Probleme überhaupt, dieses Betriebssystem. Bugfrei zu bringen. Machen fügen immer wie mehr Bugs ein. Und das ist natürlich nicht so gut. Wenn einfach die meisten Softwareentwickler und Hardwareentwickler überfordert sind, dann hat man einfach kein schönes Leben, weil alles kaputt ist oder bugverseucht. Das ist unglaublich. Zum Beispiel, ja. Ich bin Dynasty Warriors Fan und der 9. Teil ist so schlecht gedesignt worden, der hat so viele Bugs und so. Jetzt ist einfach mal mega viel verbuggt, zum Beispiel Texturen sind gar nicht da.
Die hatten jetzt 2 Jahre Zeit, das Spiel ein bisschen bugfrei zu machen. Und das ist es, Texturen werden gar nicht geladen, die sind unsichtbar. Die ganze Engine ist immer noch mega überfordert und sie entwickeln nichts mehr weiter. Sie haben zwar ein Patch rausgebracht, aber sie machen einfach nichts mehr. Wir müssen ein bisschen Attack Speed noch machen bei den Minions. Die Defensive braucht jetzt nicht so schnell. Ja, schon, aber. Ich bin jetzt so. Wenn wir Softcore spielen, müssen wir jetzt nicht unbedingt so extrem auf Defensive gehen. Weil ich kann ja auch gut spielen, oder? Nee. Okay. Ja, ich war ein bisschen offensichtlich. Denk damit. Wieso casten die immer sofort diesen scheiß Angriff? Eigentlich sollten die das erst casten, wenn sie in Low Life sind. Das sind einfach so Sachen. Ja. Monster spawnen immer einfach die Skills. Hab den Kommentar gelesen, jetzt noch mal kurz zurückspulen. Ja. Das ist auch ein bisschen komisch. Aber diese Probleme, was die Jan manchmal haben, erübrigen sich bei mir nicht. Also ich, solche kleinen Probleme habe ich nicht. Diese Logikfehler, die übrig, ja, das ist schon klar. Lustig. Aber ja, sind jetzt nicht genug mein Problem. Mein Problem ist eher schon Gameplay-Elemente, die einfach nicht gehen, weil die Entwickler zu wenig Zeit haben und zu wenig überhaupt entwickeln. Meistens ist es ja nicht das Problem der Zeit, und dass die Entwickler einfach zu wenig Zeit sich gönnen, bevor sie es rausbringen. Das ist das Problem. Ein Entwickler muss einfach ein Spiel-Feature zu Ende entwickeln. Erst dann ist ein gutes Spiel. Also, ich möchte es auf jeden Fall. Ich will es auf jeden Fall. Ja, das war ein leichter Gegner. Der hat ja nichts gekonnt. Ja. Okay. Leider hat er nichts gedroppt. Wir sind einfach zu overpowered. Ja. Yeah. So, gehen wir wieder vom Schiff in die Wüste. Wir werden einfach in die Wüste geschickt. Oh. Ich esse und esse und esse. Ich bin momentan einfach so ein bisschen so sehr sportlich, dass ich einfach immer wieder essen muss. Okay, das ist toll, dass wir noch mehr Chance haben für Aspect of War. Da haben wir ja den einen Alric, genau. Das erinnert mich irgendwann an Skyrim. Wieso? Mit dem Alric? In einem anderen Game war Alric. Weiß es gar nicht mehr. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Skyrim. Ah, das war glaube ich der Kaiser. Irgendwas mit dem Kaisertum. Kaiserreich. Schon lange nicht mehr so weit gespielt. Das war der König von Einsamkeit. Ja, ja, eben erst mit Morrowind. Mann, ich will wieder Morrowind zocken, aber es ist halt einfach so ein Sandbug, wenn ich das Game nicht spielen will. Wir sollen endlich mal lernen, alte Games mit dem Sound ein bisschen anzupassen, bevor es es veröffentlicht. Es kann doch nicht sein, dass es einfach 1000-mal zu lauten Ambient-Sound hat, weil das nicht abstellbar, also reduzierbar ist. Ja, eigentlich schon cool, das noch zu nehmen. Ich glaube, plus 6. Ja. Kasten, jetzt gehen wir auf das. Auch wenn es jetzt nicht so meins ist. Ah. Was ist denn so groß? Was hat er gefressen? Rampage ist sowas von nervig. Das
sollten es ein bisschen reduzieren, das Rampage-Zeugs. Wieso machen Skorpions auf Feuer ein Feuerzocke? Irgendwie ein bisschen loben. Naja, schon. Okay, wenn der Wüst und so, aber. Na gut, halt ist ein bisschen unlogisch. So, Poison Duration. Noch ein bisschen mehr Poison schauen. Wir sind da wohl einfach. Also Chance ist jetzt nicht so wichtig. Aber die Duration. Ich lasse jetzt einfach mal den Chat noch da, weil ich immer wieder sitzen, schreibe und lese. So. Ah, Effect of the Increase. Aspect of the Boar Effect. Effect. Hm. Nehme ich mal mit, ich mache sowieso Mulis jetzt langsam. Aber ja. Wir werden sehen. Ob wir das jetzt mal benutzen können mit einem Frostskill, weil ich will ja wissen, diesen ersten Eiskill von dem man nicht benutzen. Ice Dawn. Habe ich ja einen Charakter erstellt. Oh. Wie schnell das langsam ist, das ist ja geil. Ja, wow, man, ich komme nicht raus. Ja, ja, dieses Korbi ohne Nerven. Genau, auf die Nerven. Schlinge Skorpion. Und Level up bald. So, Griffchen. Greifen. Nee. Beide haben noch einen großen Sprung nach vorne. Also die können sich noch viel verbessern. Aber Last of Rock gefällt mir besser. Definitiv. Einfach auch, weil nichts auf Multiplayer ist. Nicht so auch free to play. Fällt mir Last Epoch doch viel besser. Ich habe jetzt kürzlich wieder Motivation bekommen, einen Charakter hochzuleveln, aber der macht sowas und keinen Spaß. Ist ein Pestilence Strike Pathfinder, glaube ich. Der mit den mehreren Pfeilen und so. Nein. Nein, es ist der andere. Doch, es ist der Pathfinder, der mit dem Gift, also Harald of Agony. Das ist eigentlich wichtig, was das ist. Dann, ich hatte so eine Vorfreude auf Pathfinder 2 und jetzt momentan juckt es mich gar nicht mehr. Eigentlich möchte ich das gar nicht umgehen. Weiß es auch nicht. Ich will nicht wieder das Gleiche, einfach anders haben. Also, es wird wieder ja, ziemlich das gleiche sein. Vielleicht wird es mich motivieren, aber es sollte dann immer noch so ein bisschen OP-Builds geben. So, das Spiel ist manchmal echt ein bisschen zu stressig für mich. Es ist nicht schwer, aber es ist stressig, immer ständig aufzupassen auf Buffs und auf Debuffs und so, auf Reflexion. Das ist mir zu stressig. Deshalb mag ich es nicht so gerne. Und weil es ja auch Probleme beim Aufnehmen macht, kann ich das kaum ja, aufnehmen. Ist leider problematisch, aber gut. Ist OBS und OBS macht immer Probleme bei solchen Spielen. Zum Beispiel Dynasty Warriors leckt so extrem, wenn man aufnimmt. Wieso? Das hat keinen Sinn.
Ich habe 70 FPS. 80 sogar, manchmal. Und es geht ohne auf 10 FPS. Keine Ahnung. Wo liegt das Problem, bitte? Ich sehe diesen... Ah, das ist ganz wenig sichtbar. Dass diesen Giftkreis ist. Habt ihr so eine Giftwolke? Okay, dann ist eigentlich schon aufgeprockt. Ja, ja, ihr geht wieder runtergehen mit 2.0 wahrscheinlich. Sehr interessant, was die reden. Also, sie haben irgendwie die gleiche Sicht wie ich. Also, ja, nicht ganz, aber. Ich habe so das Gefühl, dass sie natürlich schon relativ arm werden, wenn sie so weitermachen. Die haben sowas von verkackt diese Season. Viele sind wirklich betrübt gewesen. Metamorph. Wegen dem Atlas voran. Wie kann man so einen schlechten Atlas einbringen? Der alte war 1000-mal besser. Frank, man hat jetzt einfach so mega Item-Span. Von jedem Boss bekommt man andere Items und so, neue Items, die mega glitzen. Es ist einfach, ja, nicht so gut. Okay, Minion Health. Sehr gut. So langsam haben wir echt zu viel vom Inventar. Das hat auch mal die Kiste noch ein bisschen füllen. Wieso habe ich nur 35 FPS gerade? Oh Mann, das Spiel ist immer noch nicht richtig optimiert. Jetzt langsam ein bisschen schwieriger wieder. Jetzt kommt nämlich der Skorpion, der ist eigentlich ziemlich geil gemacht, aber für mich nicht so, der ist so viel futuristisch. Die Setting passend. Mir ist wichtig, das Game ist immer echt. Setting passend. Okay. Der ging schnell kaputt. Der ist nämlich mega zäh. Teen. Charakterklassen. Zum Beispiel Feuerball macht dir so viel Schaden. Aber da habe ich mega spammen müssen. Und ja. Nicht ein Fluss. Ding. Frosthorns Schamanen weitergemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch riesige Probleme. Ja, okay, es ist schon ein bisschen Bosskiller. Aber am Anfang natürlich nicht so. Ja, ja. So, 100% mehr Damage over time. Das macht schon recht Schaden mit der Zeit, wenn es oft gecastet wird. Ich bin nicht so Fan von diesen Attacken, diesen Proc-Attacken. Das ist nicht so meins. Ich bin nicht so gerne Wahrscheinlichkeits. Irgendwie ein bisschen kompliziert für mich. So langsam wird es wieder ein bisschen einfach, das Spiel. Das ist ein bisschen schwanken. Die Gegner sind einfach dort so konzentriert gewesen, die schwer sind. So,
relativ am Anfang Raylene vor dem Tempel. Einfach mal ganz viele von diesen Golems und das war echt schwer. Aber mit diesem Charakter war es noch ziemlich schwer. Übertreiben halt ein bisschen. Es sind einfach so kleine Kinder, die entwickeln. Sie machen einfach diese Fehler die ganze Zeit. Das ist ein bisschen schade, weil eigentlich sind sie ja sehr ja, gut am entwickeln. Aber machen einfach diese mega Probleme noch. Ich weiß ja nicht, ob ich da irgendwie. Umwechseln soll. Eigentlich schon. Komm. Ich habe keinen Bock auf das Teil. Ich habe Bock auf Zweihand. Auch wenn die jetzt nicht so viel physischen Damage machen, natürlich. Ja. Ein bisschen verbessert. So. Noch mehr Stärke. Die Defekte brauchen jetzt momentan nicht so auf uns. Okay. Was haben wir bekommen? Ah, wir haben einfach einen Slot bekommen. Was brauchen wir? Hä, was ist denn das Case? Mir fehlt diesen Root da. Root-Zauber. Engaging Root, glaube ich. Ich glaube, Frenzy-Toten brauchen wir noch. Und hier auf Area. Hier hoch, glaube ich. Okay. Ich muss unbedingt das mal ändern hier unten. Weil, ja, diese Nova setze ich nicht ein. Und den habe ich hier. So. Hallo. Ja, Armor Shred ist schon cool. Aber noch zu ineffizient. Ah, das ist auch tot. So, leider ist langsam der Part zu Ende. Der eine wurde abgeholt. So. Ja, ich sage, ich mache dann einfach noch ein bisschen weiter. Den Boss werde ich wahrscheinlich nicht mehr killen, aber das haben wir schon in einem früheren Part gesehen. Ja, ich möchte noch ein bisschen mehr Zeit nehmen beim Part. In einem Part, in einer Aufnahme mache ich natürlich ein bisschen schneller vorwärts und so weiter. Sorry, Effekt, der ist sehr wichtig. Impossible. Wir müssen hier noch rüber irgendwie. Ebene irgendwie ein bisschen verändert. Dann kann ich nicht so weit nach drüben zu gehen müssen. Direkt hoch. Scheinbar hat sich schon etwas verändert. Aua. Bald kommt dann noch ein anderes Genre als Let's Play Rennspiel, nämlich The Crew 2 werde ich ein bisschen Let's Play und ja, werden wir dann sehen.
uns einfach ein paar Gameplay-Parts zeigen. So, Edge. Challenge. Ja, machen wir ein bisschen Challenge. Das Spiel ist sowieso zu leicht für mich. Außer dann mit Hyperspeed hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Probleme bekommen, aber so wie es aussieht, ist das Spiel schon recht leicht außerhalb von diesem Turnier. Und ja, Wolken kommt morgen oder übermorgen. 12 Uhr übermorgen. Am Mittwoch. Was ist heute? Heute ist Montag, gell? Okay? Ja, am Mittwoch. Jojo, also dann. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Kommt hoffentlich morgen. Tschüss.